Hallo, wir sind Dodo Games und unsere Idee war es, eine Website zu programmieren, von der mehrere Spiele aus Minigames zugänglich sind, die eben mit Klimawandel und sowas zu tun haben. Dabei waren Tobias, Luis, Marc, Anton, Konrad, Leo, Rufus und Egor und Friederike. Und jetzt auch schon zum ersten Spiel. Das erste Spiel ist Egg Island. In Egg Island geht es darum, dass du zusammen mit deinem Hühnchenfreund auf einer einsamen Insel gestrandet bist. Doch dein Hühnchenfreund, er lässt immer Alpakas auf den Boden fallen, die du einsammeln kannst, um dir neue und noch coolere Haustiere zu kaufen. Also er hat das Ganze programmiert und ich habe alles gepixelt. Ich habe jetzt das erste Mal gepixelt. Wir haben das Ganze mit Pixel Art gemacht und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Gut, dann mache ich jetzt weiter mit Dodo's Arrival, wenn es geladen ist. Gut. Das Ganze habe ich mit dem lieben Marc und dem Anton zusammen programmiert. Es ist ein 2D-Game, in dem es darum geht, zu überleben. Ganz kurz zur Idee: Dodos sind Vögel, die ungefähr 1690 von den Menschen ausgerottet wurden. Und in dem Spiel geht es halt darum, du bist der letzte überlebende Dodo auf einer einsamen Insel und musst halt Essen finden und darfst dich nicht erwischen lassen. Und dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Spiel, Räume das Museum auf. Räume das Museum auf ist mein Spiel, das ich programmiert habe. Das ist das einzigste Spiel, das mit Unity programmiert wurde von diesen Spielen. Und du bist halt in einem Museum, das neu eingeräumt wird und du musst halt die Boxen mit diesen Museumsstücken zu den Sockeln schieben. Ich habe ein Baumgießklicker programmiert. Du bist auf einem Bauernhof, wo du auf deinem Feld Bäume gießen musst, die dir Obst bringen. Für dieses Obst kannst du dann neue Bäume kaufen und automatische Gießsysteme. Je mehr halt das Baum kostet, desto mehr bringt es auch. Es gibt auch noch ein Skins-System für den Hintergrund, das aber noch in Beta ist. Das Spiel wurde nur von mir programmiert in Scratch. Ich habe das Spiel Dodo Dash, Dodo Plattformer, Dodo. Ich habe das Spiel Dodo Dash gemacht, in welchem du aus bestimmten Gegenständen, also roten Kugeln, die auf dich zufliegen, ausweichen musst. Und je mehr es gibt, desto mehr Punkte kriegst du in dem Spiel. Und ich habe aus dem Dodo, ein Dodo-Plattformer, ein Dodo Mix, Mini-Mini-Games und eine Animation mit einem Dodo gemacht. Das war's auch schon mit den Spielen, aber natürlich wollen wir sie euch auch mal kurz noch zeigen auf der Webseite. Dort oben ist übrigens auch ein QR-Code. Wer den einscannt, kommt direkt auf die Website. Genau, jetzt kurz auf die Website, dort sieht man dann die verschiedenen Spiele. Genau, das erste ist Dodo Games, Egg Island, hat auch Sound. Da aus dem Ei schlüpft jetzt dein Freund und dann legt er die Alpakas. Für 50 Alpakas kannst du dir eine Palme kaufen, für 100 ein seltenes Ei und für 200 ein super seltenes Ei. Und die aus den 200er Eiern schlüpfen, machen dann halt mehr Alpakas. Genau. Dann zum nächsten Game. Das ist Räum das Museum auf. Oben ist der Timer, bei dem man sieht, wie lange man noch Zeit hat, beziehungsweise wie lange man schon drin ist.
man kann dann eben seinen ehemaligen Highscore knacken. Genau. Wenn man da jetzt einen so einen Karton nimmt und auf einen so einen Sockel schiebt, dann kommt oben so ein 3D-Art. Perfekt, Minecraft Villager. Genau, dann zum nächsten. Das ist ein Mini-Mini-Game, wo ich selber gar nicht richtig weiß, worum es da geht, aber ist auf jeden Fall schön zuzusehen. Dann weiter. Das ist Baumgießklicker. Da sieht man den Baum, wenn man eben drauf trägt, kriegt man Obst. Wenn man oben links auf den Shop geht, kann man sich die verschiedensten Bäume und auch ein automatisches Bewässerungssystem kaufen. genau. Dann gibt es noch die Skins. Das ist aber noch in der Beta. Dann zum nächsten. Das ist Dodo Plattformer. Das ist ein Jump-Run-Game, in dem du ein Dodo bist. Oben wird auch erklärt, was du machen musst. genau. Dann weiter. Das ist Dodo Dash. Immer wenn eine Kugel spawnt, wird unten eins addiert. So siehst du, wie vielen Kugeln du schon ausgewichen bist, also hoffentlich ausgewichen bist. Und so kannst du dann deinen ehemaligen Highscore knacken. Genau, dann zum nächsten. Ah, das funktioniert nicht. Okay, dann zum nächsten. Das ist Dodo Mix. Da musst du die zwei Vögel mixen und dann kommst du in die nächste Welt quasi. Genau, zum nächsten. Das ist eine Dodo-Animation. Da hat die Katze ihren Hut vergessen, irgendwo auf dem Mond. Ganz zufällig. Und dann kommt der Dodo und nimmt die Katze mit auf den Mond. Den Rest kann man sich ja hoffentlich denken. Und dann zum nächsten. Das ist auch nur eine kleine Animation von einem Dodo, der sich im Kreis dreht. Das ist Dodo Survivor oder Survival. Da ist man der Dodo, den sieht man und man oben sieht man die Punkte, man muss die Büsche finden und jetzt haben wir gerade noch 75 Sekunden Zeit. Wir haben 10 Leben, die wir verlieren können durch Villager, die auf der Insel leben und uns jagen. Genau. Das war's dann auch schon mit unseren Spielen. Ich hoffe, die Präsentation hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Den habt ihr euch verdient, den Applaus. Dodo Games, kommt zu mir bitte, nehmt mit, was ihr mitgebracht habt. Macht schon mal Platz für die nächste Gruppe. Ich finde das so großartig. Kommt hier ein bisschen, genau so, wie wir es uns gestern überlegt haben. So viele Leute, die alle an verschiedenen Projekten gearbeitet haben, aber dann einen draus gemacht haben. Also, wie schnell habt ihr euch zusammengefunden mit dem Ziel, wir wollen alle ein Spiel machen, aber irgendwie zusammen? Also, es war erstmal, die erste Idee war Dodo Island. Da hatten wir dann hier ein Plakat hängen dazu und dann sind immer mehr Leute dazugekommen und da wir nicht alle in einem Projekt arbeiten konnten, weil das mit Scratch nicht so richtig geht, haben wir uns dann entschieden, eben mehrere Projekte zu machen und die dann auf einer Website zusammenzufassen. Und ihr habt ja alle mit verschiedenen Engines gearbeitet, also Scratch habe ich gehört, Unity habe ich gehört. Konntet ihr euch da gegenseitig ein bisschen Tipps geben und was abschauen? Ja, genau. Also ich persönlich programmiere schon viel mit Scratch und insgesamt, er kennt sich gut mit Unity aus, er mit HTML und so hat es halt relativ gut zusammengespielt und wir konnten gut zusammenarbeiten. Seid ihr der Meinung, dass man mit Spiele programmieren viel lernen kann? Ja. Ich auch. Ja, 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 ja? Ja. Dann runter mit euch. Genauso bleiben wir stehen. Euer Applaus, euer Walk of Fame. Dodo Games.